Dennis Naki, der 28-Jährige, ist Sonntagnacht gegen 23 Uhr auf der A4 bei Düren unterwegs, als aus seinem schwarzen Kombi Schüsse fallen. Sein Wagen wird an Reifen und Fenster getroffen, Naki selbst bleibt unverletzt. Er rollt auf den Standstreifen in Todesangst, wie er im Welt-Interview wenige Stunden später sagt. Seine Stimme hat gezittert, er wirkt auch so ein bisschen wirklich noch neben sich. Aber auf der anderen Seite hat er mir dann auch gesagt, hey, ich habe eigentlich gewusst, dass das irgendwann kommen muss. Naki spielte früher bei Paderborn und St. Pauli. Auch in der U19-Nationalmannschaft kam er zum Einsatz, bevor er zu einem kurdischen Verein in der Türkei wechselte. Der Sohn kurdischer Eltern setzt sich in der Türkei öffentlich für die Rechte der ethnischen Minderheit ein und kritisiert Präsident Erdogan. Immer wieder wird er Ziel von Anfeindungen und Angriffen. Im April 2017 verurteilt ihn ein türkisches Gericht zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten wegen Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Ob Hass gegen seine politische Haltung hinter dem Angriff auf der Autobahn steckt, wird nun überprüft. Die technischen Untersuchungen laufen, eine Mordkommission ist gebildet worden und wir ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Doch trotz des Schocks sagt Dennis Naki klar, er lässt sich nicht einschüchtern, auch nicht von diesem Anschlag.